Hallöchen, liebe Traderinnen und Trader, willkommen zur Besprechung einiger interessanter Charts, heute namentlich genannt DAX, britisches Pfund, US-Dollar und US-Dollar, kanadischer Dollar. Ich hatte es geschrieben im Blogbeitrag Tickmills tägliche Trading-Ideen. Das sind die Werte, die ich dort näher unter die Lupe genommen habe. Für den einen oder anderen ist das ja immer interessant, das Ganze im Vorfeld zu lesen. Deshalb immer mal gerne auch in den Blog bei Tickmill schauen. Da gibt es das Ganze, was wir hier morgendlich immer besprechen, auch nochmal in schriftlicher Art und Weise. Das Ganze wie immer auch gleich jetzt hier in der Live-Besprechung. Und da gibt es auch wieder Zeit für den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt, wer mag hier von den Live-Zuschauerinnen und Zuschauern rein in die Chats auf GoToWebinar und Facebook, und da kann ich gerne auch den ein oder anderen Markt analysieren. Und an dieser Stelle wie immer jeden Morgen danke für die lieben Grüße. Und natürlich gehe ich gerne auch auf Fragen ein. Haben wir auch schon eine, die betrifft nachher den britischen Pfund US-Dollar, lese ich mir dann gleich da, britischer Pfund im Stundenchart, ein Kanal gen Süden, wären niedrigere Hochs hin und wieder verkauft, lohnt sich der Einstieg an der Unterkante des Kanals bei 1,22, das ist hier die Frage und genau das beleuchten wir dann im Währungspaar britischen Pfund US-Dollar. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis, ich bitte das hier, was hier steht, in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und damit kommen wir zu ein paar Nachrichten und wir haben es gesehen, es gibt mal wieder gute Nachrichten aus China und das beflügelt auch so ein bisschen die Märkte. Wir sehen es hier im Hintergrund, sehen wir es stehen, der Einkaufsmanager-Index aus China ist wieder gestiegen, Stück für Stück, er berappelt sich nach oben, er steht jetzt bei 50,9 für das verarbeitende Gewerbe und da mehren sich so langsam immer Stück für Stück, ich sage mal, steht der Tropfen, hört den Stein, die Daten, auch wenn der ein oder andere mal sagt, naja, Chinas Daten kann man nicht trauen, aber es passiert schon irgendwas in China, von der Seite her, die positiven Dinge beleben zumindest mal etwas die Märkte, auch wenn man immer mal wieder hört, dass es neue Infektionen mit Covid-19 bekommt. Das Thema wissen wir, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Und wenn wir dann sehen, dass die Industrieproduktion langsam wieder anzieht, sind das doch positive Marken. Und wir bekommen diese positiven Dinge natürlich auch hier bei uns in der Region immer wieder auch zu Gesicht. Das haben wir ja auch in der letzten Woche gesehen, dass die Wirtschaftsdaten mit Blick in die Zukunft sich auch langsam wieder aufhellen. Und das sind ja genau die Sachverhalte, die man braucht. Es geht Stück für Stück voran. Man rechnet in den nächsten ein, zwei Jahren mit einer Normalisierung. Also von der Seite her passt das Ganze schon ins Bild. Die Briten haben ebenfalls Zahlen gebracht heute Morgen zum Bruttoinlandsprodukt. Ja, hier die Zahlen deutlich schlechter als erwartet. Wir sehen es, das BIP für das erste Quartal minus 2,2 läuft dann sogar noch unter den Analystenerwartungen. Und das Ganze sehen wir hier an dieser Stelle, passt auch hier ins Bild. Und die Briten haben ja noch einiges mehr an Hausaufgaben. Da gibt es ja auch immer noch das Thema Brexit. Das spielt ja momentan in den Medien kaum eine Rolle. Aber wenn man mal so ein bisschen die Berichte mitbekommt, kommt am Rande, gehen die Briten davon aus, dass es ein Brexit ohne Abkommen geben wird. Das heißt, die werden die EU sozusagen am 31.12. so oder so verlassen, ob nun mit oder ohne. Es wurde gesagt, dass man lieber den Unternehmen sagt, wir gehen ohne raus, damit Planungssicherheit besteht. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Aber momentan auf alle Fälle ist das wohl eher der Weg, dass man sagt, wir wollen nicht verlängern, sondern eher raus und dann ist gut. Mal schauen, wie das hier weitergeht. Wir schauen weiter auf die Tagesplanung an sich. Wir sehen es hier heute. Es gibt einen Haufen Reden von FED und Mitgliedern. Wir haben noch eine Rede vom EZB-Vize de Guindos und wir haben um 18.30 Uhr, das ist eine der wichtigsten Dinge heute, den FED-Vorsitzenden Powell, der nimmt Stellung. Wir kriegen ja diese Woche auch noch Daten von der FED, dann kriegen wir noch den Arbeitsmarktbericht aus den USA. Also da wartet hier noch einiges auf uns. Ansonsten aus der EU bekommen wir um 11 Uhr das Verbrauchervertrauen, 15.45 Uhr den Chicago-Einkaufsmanager-Index, 16 Uhr das Conference-Bot Verbrauchervertrauen, also da auch sehr, sehr wichtige Daten von den Einkaufsmanagern und den Verbrauchern in den USA. Da schauen wir mal, was wird an dieser Stelle. Also viel ist da, was am Laufe des Tages kommt, aber die wichtigsten Daten, die kommen noch am Mittwoch und am Donnerstag. Damit schauen wir rein in die Charts. Ich mache das Ganze jetzt hier direkt auch mal auf und groß natürlich im Hintergrund für die Facebook-Livestream-Zuschauer, damit wir die Charts am Ende auch gut lesen kann. Euro ist jetzt für mich
sehr, sehr interessant zu sehen, aber spielt jetzt hier in den Handelsbesprechungen noch keine sehr große Rolle. Interessant aber im Euro zu sehen, was hier passiert ist. Schaut mal hier unten, dieses Unterstützungslevel hat nicht gehalten. Der Markt ist runter durchgefallen, hat einen Abwärtstrend fortgesetzt. Das spricht eher erst einmal dafür, dass wir wieder tiefere Regionen testen. Was wir hier als Anlaufpunkt haben, wäre mal hier unten natürlich dieser Bereich um die Marke von 1,11,9 beziehungsweise hier, wenn man es noch ein bisschen drüber ziehen möchte, die Marke von 1,11,95. Die Marke, also hier im Chart ersichtlich, das bleibt spannend. Hier oben auch wieder schöne Umkehrformation gehabt und jetzt haben wir hier wieder einen Trend nach unten laufen, der in Richtung der übergeordnet abwärts laufenden Richtung geht, zu dem, was wir hier in der Stunde sehen und das passt sehr, sehr schön ins Bild. Wie schon gesagt, interessant wird es dann, was hier unten passiert, um die Marke von 1,11,9. Wenn wir da Druck reinbekommen, haben wir unten weitere Marke offen, aber das nehmen wir dann hier entsprechend mit rein, wenn es hier soweit ist, möglicherweise sogar schon morgen. Mal schauen, wie wir uns heute im Tagesverlauf hier unten um diesen Bereich halten, ob es einen Bounce gibt nach oben hin oder ob wir tatsächlich wieder entsprechend hier die Unterseite suchen. Wir schauen jetzt uns die Währungen an, das heißt, wir starten mal mit US-Dollar, Kan-Dollar, dann machen wir das Cable und dann schauen wir auf den DAX. US-Dollar, Kan-Dollar haben wir hier auf der Uhr im 4-Stunden-Chart mit einem astreinen Fehlausbruch aus einem bärischen Dreieck. Wir haben es hier entsprechend auch gesehen, der übergeordnete Markt ist abwärts gerichtet, das Dreieck hier an dieser Stelle, wir haben es gesehen, der Druck kam von oben, der Ausbruch war auch da, ist aber nicht wirklich tief gelaufen, heißt also klassischer Fehlausbruch, wo klemmen wir jetzt momentan fest? Wir klemmen momentan fest hier oben an der Oberseite dieser Marke hier, die 1,3686, das ist das Hoch hier, da sind wir immer mal schon drüber gespiked, also wir laufen jetzt sozusagen hier oben seitwärts und jetzt, wenn wir uns das Bild mal anschauen, müssen wir kurz mal eine Zeiteinheit höher gehen, damit wir sehen, was hier los ist, weil wenn wir uns das ganze Bild mal anschauen, im ganz, ganz großen Bild sind wir hier natürlich in einer Phase, wo wir einen massiven Abgabedruck gehabt haben und das Ganze läuft hier an dieser Stelle jetzt innerhalb der korrektiven Phase nach oben und wir haben natürlich an dieser Stelle jetzt den Aufwärtstrend auch da. Ne? Wenn wir uns das mal anschauen wollen hier, schaut mal hier rein, das ist jetzt der große übergeordnete Abwärtstrend, das ist da. Und jetzt, wartet, jetzt mache ich mal den Higher Time Frame raus und mache mal den Lower Time Frame rein. Na, das sehen wir hier ein bisschen schlecht. Wartet, ich zoome es mal näher und dann zeichne ich es einfach mal ein. Passt auf hier. Moment, Zeichenwerkzeug an und dann passt auf hier. Hoch, runter, hoch. Wir sind hier mit dem Hoch über das Zwischenhoch hier gelaufen, haben jetzt sozusagen hier einen kleinen untergeordneten Aufwärtstrend und der hat jetzt natürlich die Chance, weitere Level auf der Oberseite anzulaufen und diese Level finden sich namentlich im größeren Bereich hier oben, das ist der starke Ausbruchsbereich auf Tagesbasis, das ist die 1,3856 in etwa. Und im untergeordneten Bereich haben wir hier den nächsten Anlaufpunkt bei 1,373. Und das ist das, was wir hier im 4-Stunden-Chart auch schön erkennen können, wo der Markt dahin läuft. Schaut, das ist jetzt der Bereich da oben da. Hier das Bruchlevel bei 1,373. Dann haben wir hier oben dieses kleine Zwischenhigh bei 1,382 und dann schon diesen großen Ausbruchsbereich. Da ist ordentlich Potenzial zur Oberseite da. Wichtig ist, wie verhält sich das jetzt im Kleinen? Weil wir sehen es, wenn ich jetzt mal kurz den Lower Time Frame anmache und wir mal etwas näher rangehen an die letzte Bewegung. Hier schaut, aufwärts, schön aufwärts gerichtet. Und jetzt verharren wir hier oben in einer Seitwärtsphase. Seitwärtsphasen sind immer so ein bisschen tricky. Wir sehen es, hier springen die Trends hin und her. Aber wir haben natürlich wichtige Marker. Zum einen die Oberseite, das ist die 1,3686 und zum anderen hier das Support-Level. Und hier werden wir relativ zeitnah auch eine Entscheidung bekommen, wenn wir einen Ausbruch sehen. Heißt also an dieser Stelle, wir blicken jetzt mal eben kurz in die 15 Minuten rein, dass wir sehen können, was hier an dieser Stelle passiert ist. Ich zoome das Ganze mal eben zusammen und was wir hier auf dieser Stelle auf alle Fälle sehen, ist Folgendes. Schaut mal, wir haben ja jetzt das Verhalten hier oben gesehen, wo der Ausbruch kam. Ne? Der Ausbruch, hier kam mal ein echter Ausbruchsversuch, da wurde drüber gegangen, nochmal angetestet, nochmal nach oben gelaufen. So schaut ein beginnender Ausbruch aus, der tatsächlich auch die Chance hat, nach oben zu laufen. Hier wieder das gleiche drüber und kompletter Abverkauf, also keine Bestätigung. Und jetzt wird es in den kleineren Zeitanhalten halt einfach wichtig, wenn wir tatsächlich oben drüber raus wollen, dann sehen wir, dass der Markt hier drüber geht und sich drüber hält, oben drüber den Auswärtstrend macht. Das kann man sich gerne auch im kleineren Bereich angucken, im 5-Minuten-Chart. Da sieht das entsprechend ganz genauso aus. Man braucht halt die Aufwärtsdynamik, die da ist. Ne? Aber weil wir das halt in den kleineren Zeiteinheiten hier im Kontext zum 4-Stunden-Chart
sehen, dass wir hier drüber gelaufen sind, getestet und nochmal hochgelaufen sind. Da ist die Zeiteinheit einfach ein bisschen zu klein, um das zu sehen, was hier gelaufen ist, weil wir sehen es ja, wir sind nach diesem überbordenden Schub nach oben wieder komplett runtergefallen, nochmal kurz drauf und dann einen Abwärtstrend gebildet. Da ist es ein bisschen hilfreicher, wenn man sich das Ganze ein bisschen höher anzieht, eine gute Zusammenarbeit, 4 Stunden mit 15 Minuten, das trifft sich meistens relativ gut. Und hier sehen wir es dann, sollten wir tatsächlich drüber gehen, werden wir sehen, dass wir den Aufwärtstrend hier bekommen. Ja, da sollte man einfach cool bleiben, das ist der Retest, der dann kommen kann. Und wenn es dann nach oben geht, dann haben wir die Chance, zur Oberseite anzulaufen. Ansonsten haben wir hier eine Range, eine Trading-Range, ganz, ganz klassisch, oben und unten begrenzt. Ich ziehe mal unten kurz noch den Marker rein hier, damit man mal eine Hausnummer hat, hier ganz grob, die 1,365. Das ist der Boden, den wir auf der Unterseite haben. Range-Trading-Strategien funktionieren hier momentan sehr, sehr schön von oben nach unten oder von unten nach oben. Wir sehen es ja, in dieser Range sind wir immer wieder von ganz oben nach ganz unten gelaufen und umgekehrt. Also die Chance haben wir tatsächlich. Hier haben wir die Abverkaufskerze. Das heißt, das Umkehrsignal, was wir hier tatsächlich von der Oberseite haben, sollten wir diese Kerze hier bestätigen. Ich mache mal kurz ein Kreuzchen dran für die kurzfristigen Trader. Dann wäre das das Indiz, dass wir tatsächlich hier von oben nach unten erstmal ein Stück weit laufen. Und das sehen wir dann in Bestätigung. Und da macht es jetzt Sinn, allerdings in die kleinere Zeit reinzuschauen, weil schaut euch mal an, was hier passiert, wenn wir hier dann tatsächlich den Abprall bekommen sollten. Ja, also das heißt nicht das Long-Szenario zur Oberseite weiter der Ausdehnung der Gegenbewegung auf die Wochenbasis geben, sondern wirklich sehen, wir laufen tatsächlich drunter. Dann haben wir hier einen Abwärtstrend, dann laufen wir hier unter dieses kleine Zwischentief und das wäre dann einmal eine beginnende Abwärtsphase, so wie wir das hier drüben gesehen haben, und das wäre dann das Indiz dafür, dass wir hier tatsächlich auch nach unten schieben wollen. Die Marker sehen wir hier sehr, sehr schön im Währungspaar US-Dollar-Kanton im kleineren Bereich. Das hier zur Besprechung von diesem Währungspaar. Danach gehen wir in das Währungspaar britischer Pfund US-Dollar, wo wir ja auch die Frage zu haben, hier aus dem Thema des Stundentrends. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, sehen wir mittlerweile den Markt weiterhin sehr, sehr schwach oben an. Das heißt, an dieser Stelle, hier muss ich mal ganz kurz schauen, da läuft der Markt schön nach unten. Wir sehen es hier, der 4-Stunden-Chart ist abwärts gerichtet. Es kam hier auch zur Trendfortsetzung und der Markt hatte hier mal ganz kurz in einem sehr, sehr wichtigen Level verharrt und jetzt geht der Druck nach unten weiter. Das heißt, was wir hier definitiv sehen, ist, dass das Abwärtspotenzial definitiv weiter vorhanden ist. Planbare Anlaufpunkte, die sehen wir hier drüben. Schaut mal hier, haben wir ein Trendtief, ein Zwischentief um die Marke von 1,2232. Hier haben wir das erste Tief des etwas größeren Trends, der hier eingezeichnet ist, also der übergeordneten Einheit, um die Marke von 1,216. Da ist noch einiges an Potenzial zur Unterseite da. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit anschauen, also jetzt beispielsweise hier, haben wir sehr, sehr schön das Ganze zu sehen im 4-Stunden-Chart. Wir haben auch schön den Kanal nach unten am Laufen und wenn wir hier unten drunter unter dieses Tief drunter laufen, dann haben wir halt auch die Trendfortsetzung des Bewegungstrends und für die, sage ich mal, Ausrichtung des Bewegungstrends gehe ich jetzt mal noch eine Zeiteinheit tiefer. Da sehen wir nämlich auch hier sehr, sehr schön den Schwung nach unten und im untergeordneten Bereich hier in hervorragender Manier den laufenden Abwärtstrend. Und wenn der sich tatsächlich fortsetzen sollte, dann haben wir gute Karten, hier unten drunter zu laufen. Für die kurzfristigen Trader, die sich dann fragen, okay, wo kann ich denn jetzt hier einfach mal eine Zielberechnung machen? Das ist relativ leicht zu machen, indem wir einfach ganz grob sagen, okay, wo sind denn Anlaufpunkte? Wartet mal, da raffe ich das nochmal zusammen, wie ich das auch immer mache, wo sind interessante Anlaufpunkte? Und Anlaufpunkte haben wir halt hier in diesen Drehbereichen, also hier um die 1,22,3, beziehungsweise, lasst mich das mal kurz ein Stückchen tiefer zählen, schaut mal, hier unten haben wir noch ein kleines Zwischentief um die 1,22,04. Die Marker, die wir hier auf der Unterseite haben, das ist etwas, das rein vom Potenzial aus durchaus aus dieser Bewegung nach unten rauskommen kann und schön die Umkehr gibt. Und diejenigen, die das Ganze auch im engen Modus hier betreuen, sehen auch sehr, sehr schön, jetzt gehe ich nochmal eben in die 5 Minuten rein, wie sich das Ganze hier aushält. Also das heißt, wann wir auch aus der Korrektur rauskommen, wartet, jetzt muss ich mal ganz kurz hier das Ganze nach oben ziehen, kurz zusammenraffen. Schaut, das war die Korrektur des Stundentrends. Hier kam der Bruch, nochmal eine Gegenbewegung und dann hat es das Ganze angefangen nach unten zu schieben. Und das ist das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Da haben wir schön die Umkehr bekommen. Der Markt ist hier auch unter eine wichtige Linie gelaufen. Also hier
Dieser Bereich, den wir hier gesehen hatten, der wurde ja hier drüben etwas getestet. Hier sind wir schön nach unten reingegangen, um das Ganze nach unten laufen zu sehen. Und jetzt setzt sich dieser kleine Trend auch Stück für Stück fort. Das heißt, da haben wir die Umkehr schön bekommen. Wir haben schöne Absicherungslevel oben drüber liegen. Und jetzt, wie schon gesagt, der nächste Weg zum Thema Absicherung bzw. zum Thema Zielplanung. Wenn sich der Stundentrend fortsetzt, dann ist es ja nur logisch, dass wir hier unter dieses Zwischentief bei 1,225 laufen müssen. Und das sind die Chancen, die wir haben. Und bei einer nachhaltigen, sage ich mal, Fortentwicklung des Marktes nach unten, dann können wir uns auch tiefer orientieren. Da gehe ich nochmal kurz eine Zeiteinheit höher hier in den 4-Stunden-Chart und da sehen wir, wo entsprechend hier auch die Anlauflevel sind in diesem Bereich, also die Drehbereiche, die habe ich hier angekennzeichnet. Das sind die Chancen, die wir definitiv auf der Unterseite haben. Und wenn wir aber in den Abprall bekommen sollten, das heißt, sollten wir doch nicht hier drunter laufen, dann kann man auch aus jetziger Sicht schon sagen, wenn es zu einem Abprall kommt, wo sind denn interessante Anlaufpunkte? Und diese interessanten Anlaufpunkte, die haben wir tatsächlich auch da mit Blick auf diesen Chart hier oben rein. Nehme ich mal ganz kurz untergeordnet hier den Bewegungstrend. Da haben wir das Zwischenhoch um die 1,2317. Dann haben wir hier das Ausbruchslevel um die 1,2335. Und dann haben wir hier noch ein Bewegungshoch um die 1,23 knapp 9. Das sind die Marker, die wir hier einfach aus der Bewegung rausziehen können, sollte es zu einem Abprall kommen. Das heißt, hier an dieser Stelle ist das Ganze gut am Laufen und die Richtung nach unten ist als das, was ganz klar auch da ist. Das sehen wir auch hier in diesem Bereich. Also wenn wir uns das mal auf Tagesbasis anschauen, nach dem kurzen Ausflug nach oben hier auf die 1,2830 hat der Markt angefangen, sofort wieder runter zu drehen. Und wenn wir mal schauen, ich muss mal kurz in den Wochenchart rein, wo wir hängen geblieben sind, da ist mal wieder das Thema Widerstände und Umkehrformationen. Das Thema müssen wir immer auf der Uhr haben, gerade wenn wir auch sowas sehen, höhere Zeitebenen geben uns oftmals sehr, sehr gute Anhaltspunkte, wo wir Drehbereiche sehen können und wie schon gesagt, das hier ist ein dicker Widerstand und da sind wir rangelaufen und seitdem trennten wir nach unten und jetzt ist der Weg halt nach unten wieder frei. Der obere Test hat nicht bestanden und mittelfristig wird es jetzt wirklich interessant, läuft der Markt tatsächlich hier runter auf die 1,2074 und wenn ja, was passiert, sehen wir nochmal die Jahrestiefs um die Marke von 1,14. Also da gibt es einiges an Daten, die uns hier noch zur Verfügung stehen, an Punkten, die wir unten abarbeiten können, die hier vor uns liegen. Das wird mit Sicherheit nicht langweilig im britischen Pfund. Jo, damit hätten wir die Währung auch mit fertig und dann blicken wir direkt auch auf den DAX. Und da sehe ich auch gerade eine Frage, muss ich mal kurz schauen, bricht der DAX heute aus seiner 4-Stunden-Range aus oder gibt es einen Abverkauf? Leute, ich habe keine Kugel, ich habe absolut keinen Plan, was der DAX machen wird. Wir haben es in den letzten Tagen gesehen, wir haben ja da immer die Morgenanalyse auch mit dem DAX gemacht, wo Marker sind, wo wir drauf achten können. Ich erinnere da nochmal an unsere Besprechung, die wir gestern Vormittag gemacht haben, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir uns über den bestimmten Level halten, jetzt muss ich bloß mal ganz kurz gucken, wo wir gestern standen, das ist der Stundenchart, kurzen Augenblick. Gestern hatten wir den 29. hier, da haben wir darüber gesprochen, was der Markt hier oben in diesem Bereich machen wird. Also hier oben um die Marke von 12.100, wo ich gesagt hatte, okay, wir müssen einfach mal schauen. Der Markt ging ja hier oben drüber. Wir haben ja gestern sehr dynamisch die bullische Markteröffnung hier miteinander auch beobachten können. Und ich hatte dann auch gesagt, ich persönlich versuche die Märkte auch zu lesen oder ich lese die Märkte in einer gewissen Art und Weise. Und wenn ich halt einfach merke, dass nach so einem Überschreiten immer wieder Kaufstärke in den Markt reinkommt, dann sehen wir an dieser Stelle immer wieder ganz, ganz oft, wenn die Kaufstärke da ist, dass der Markt wirklich nach oben will. Und das haben wir ja gestern auch gesehen. Der Markt war sehr, sehr positiv, sehr, sehr bullisch unterwegs auch gewesen. Der US-Markt hat am Nachmittag auch mitgemacht. Das ist jetzt der Punkt nach oben. Der Punkt, den wir jetzt an dieser Stelle haben, ist aber ein ganz, ganz anderer. Weil wir hatten ja gestern auch Zielbereiche miteinander besprochen, wo der Markt hinlaufen kann. Und was wir hier ganz klar sehen, ist in diesem Stundenchart auch, wir haben hier oben einen fetten, fetten Widerstandsbereich um die Marke von 12.360 Punkten. Ne? Wir sehen es hier oben, rangelaufen, abgeprallt, rangelaufen, abgeprallt, rangelaufen, abgeprallt, rangelaufen. Jetzt prallen wir schon wieder ab. Das heißt, im kleinen Bild, wenn wir uns den DAX hier an dieser Stelle mal anschauen, trendet der Markt Stück für Stück nach unten. Und das ist das wichtige Level, was wir jetzt hier auch erreicht haben. Schaut mal hier an dieser Stelle, dass hier diese Marke um die 12.235 Punkte, ich mache es mal eben grün, das ist jetzt der entscheidende Bereich. Ähnlich wie gestern. Gestern war ja dieser Bereich hier um die 12.115 ungefähr unser Supportbereich. Da sind wir ja drüber gelaufen und haben uns auch drüber gehalten. Heute
Ist es so, wir haben jetzt hier einen Supportbereich, der getestet würde. Fallen wir drunter, müssen wir tatsächlich wieder die Unterseite angehen. Mit Blick ins Gesamtbild wäre es jetzt halt wirklich wichtig, wenn diese Aufwärtsdynamik hier aufrechterhalten soll. Wartet mal, ich mache mal ganz kurz hier die Timeframes raus. Das sieht mir bald so aus, als wenn das Tool abgestürzt ist. Wartet mal, ich lege es nochmal neu rein. Dann haben wir hier, Moment. Ich kriege es jetzt gar nicht raus. Gut, egal, ist wurscht. Wir können das Ganze auch so lesen. Wenn wir hier diesen Aufwärtstrend, den wir hier drinnen liegen haben, nach oben fortsetzen, das heißt, wir hier um diese Marke, die wir hier drinnen haben, also dieses Level hier ungefähr die 12.230, wenn wir dieses Level nehmen und nach oben schieben wollen, ja, dann haben wir gute Chancen, dass sich dieser Trend, den wir hier gestern gebildet haben, nach oben hin fortsetzt. Und dann wird es jetzt sehr, sehr interessant. Was passiert hier oben? Schafft es der Markt oben drüber? Dann haben wir gute Karten, nach oben weiter zu laufen. Und Anlaufpunkte auf der Oberseite haben wir interessanterweise auch da. Schaut mal hier oben dieses kleine Zwischenhoch um die 12.518. Beziehungsweise, was auch interessant sein könnte, wäre dann natürlich, wenn man mal sieht, hier dieses Ausbruchslevel, was wir hier noch auf der Uhr mit haben, was hier doch eine leichte Unterstützung war, dann war es plötzlich ein Abverkaufslevel, also eine gewisse Marktrelevanz ist hier auch schon mit da. Durchaus auch Anlaufpunkte 12.412 Zähler auf der Oberseite. Das ist das. Wenn wir jetzt uns allerdings mal den Tageschart anschauen wollen, was wir gerade nicht können, weil der Chart hier abgestürzt ist, wir sehen es gerade, keine Rückmeldung. Gut, dann machen wir so weiter. Wenn wir tatsächlich von oben jetzt abprallen sollten und unter diese grün eingezeichnete Unterstützung laufen bei 12.200 und ein paar 30 Punkten, dann haben wir die Unterseite da. Und die Unterseite ist wirklich sehr, sehr wichtig zu beleuchten, weil wir haben jetzt hier ja mittlerweile eine ordentliche Range, ne? Oben 12.360 Punkte, da ist der Deckel, unten der Boden 11.960, also etwas unter der 12.000-Punkte-Marke. Und das ist echt interessant zu sehen, was hier passiert. Wenn wir tatsächlich innerhalb der Range drauf laufen, dann wäre das natürlich die Marke, wenn wir sehen, wir laufen jetzt tatsächlich wieder drunter, dass wir hier die Unterseite mit in Gang bringen können. Heißt an dieser Stelle Unterseite, dann haben wir wieder den Range-Bereich und dann sehen wir eher den Markt nach unten springen, ne? So eine Range, so ein Ping-Pong-Spiel hatten wir letztes Jahr im Sommer ja auch in einer ziemlich großen Range, wo es immer wieder hin und her ging. Und wenn das passiert, das wäre dann ein Indiz dafür, dass wir eine Marktphase haben, wo man oben verkauft und unten kauft. Das heißt, da kommt man oben nicht mehr auf die Idee, noch Longs zu suchen, sondern wenn der Markt genau das Spiel spielt, dann eher die Short-Seite zu sehen von der Oberseite mit dem Abprall. Und wenn wir unten angekommen sind, wenn wir tatsächlich dieses Range-Ping-Pong-Spiel wieder bekommen, dann geht man unten eher Long, also sucht unten eher die steigenden Kurse, um sich nach oben hin zu widmen. Dann hätten wir so eine Übergangsphase. Was wir jetzt nämlich so ein bisschen mit beachten müssen, ist, der Juni geht zu Ende. Jetzt fängt die Berichtssaison wieder an und da wird es wirklich interessant. Ich hatte das ja zu Beginn der letzten Berichtsperiode gesagt, da konnten die Unternehmen ja nicht wirklich viel sagen. Sie konnten sagen, wie es ist, aber einen Ausblick konnten sie nicht geben. Jetzt sind die Unternehmen möglicherweise dazu in der Lage, ein bisschen mehr zu sagen, wie man sich aufstellen möchte, wie möglicherweise auch gewisse Lockdown-Maßnahmen oder beziehungsweise wo der Lockdown zurückgenommen wurde, wie da gewisse, sag ich mal, Unternehmensentwicklungen gekommen sind, was sie ist, das sehen ja die Unternehmenslenker an dieser Stelle. Möglicherweise gibt es dort Ausblicke und das muss man halt so ein bisschen mit auf der Uhr haben, dass das jetzt beginnt. Im Juli beginnt die Berichtssaison und da könnte es durchaus ein paar mehr Aussagen geben als beim letzten Mal, was die Märkte dann doch deutlich mit bewegen kann und das muss man hier auf dieser Stelle oder an diesem Punkt auf alle Fälle so ein bisschen mit auf der Uhr haben, um hier ja das ganze Geschehen im Hintergrund mit da zu haben. Jetzt tickt der Chart hier auch wieder. Das heißt, an dieser Stelle wirklich interessant zu sehen, was passiert. Und jetzt kann ich mal kurz schauen, dass wir hier eine Linie wieder reinbekommen. Das heißt, hier, ich zeichne es euch mal ganz kurz ein. Schaut hier, das war der Weg nach unten. Das hier der Weg nach oben und jetzt kommt es halt wirklich drauf an. Im Kleinsten sehen wir es, trenden wir ja schon nach unten und wenn wir jetzt tatsächlich hier unten durchbrechen, das wäre wirklich das Indiz dafür, dass der Trend, den wir hier gestern etabliert haben und nach oben getrieben haben, zu Ende geht und wir tatsächlich nach unten laufen. Und wer sich das Ganze im kleinsten Bild auch anschaut, beispielsweise hier in den 5 Minuten, mal gucken, ob der DAX hier uns runterlässt. Nee, der MetaTrader hat bei mir scheinbar gerade ein Problem. Wenn wir tatsächlich dann das Bild hier sehen, Moment, dass wir so von oben nach unten dann schieben, dass sich dieser kleinste Abwärtstrend auch fortsetzt, den wir hier ja schon sehen, dann ist das der Weg, der nach unten geht. Und wie schon gesagt, Anlaufpunkte dann
erst einmal das Ausbruchslevel hier, runde Marke 12.200 und dann die unteren Bereiche hier 12.115, hier unten 12.055. Diese Marke, die wir gestern auch schon drinnen hatten, das sind natürlich weiterhin gute Anlaufpunkte, die wir hier zur Planung mitnehmen können. Das dazu. Jetzt schaue ich nochmal in die Fragefelder rein. Da sehe ich nichts. Das heißt an dieser Stelle ganz lieben Dank für das Zuschauen heute an dieser Stelle. In 6 Minuten geht der Handel los. Heißt an dieser Stelle gutes Trading. Ja, und wir sehen uns morgen 8.30 Uhr wieder zur Marktbesprechung hier mit ein paar Handelsideen. Den Blogeintrag gibt es vorher. Fragen wie immer gerne direkt dann im Webinar. Ich freue mich drauf und sage Tschüss, bis morgen. Bye, bye.